Frau Puhn, was ist eigentlich gute Medizin? Gute Medizin ist das Zusammenspiel zwischen dem, was der Patient will, also Patientenpräferenzen, und das ärztliche Wissen, das auf dem neuesten Stand ist. Wenn ich jetzt als Patient zu Ihnen komme, wie funktioniert denn das, dass Sie herausfinden, was ich gerne möchte und ob das auch sinnvoll ist? Das ist im Gegensatz zu früher, wo einfach der Arzt dem Patienten gesagt hat, so und so ist es, so wird es gemacht, ist das heutzutage läuft das unter Shared Decision Making. Das heisst, der Patient hat sein Vorwissen, häufig aus dem Internet oder vielleicht auch nicht. Dann muss man den Patienten zuerst informieren, was dann eigentlich die Sachlage ist. Und dann tut man zusammen eigentlich herausfinden, wo der Patient hin will, was seine Ziele sind, was er auch bereit ist, für Therapien zu machen, wie viel er da will, auch dazugeben. Und dann findet man so eine Lösung. Damit das funktioniert, muss ja umgekehrt auch der Arzt auf dem neuesten Stand vom Wissen sein. Das ist so. Wie sorgt Medix dafür, dass das auch tatsächlich so ist? Ja, Medix hat da verschiedenste Kontrollmechanismen in dem Sinn. Und zwar haben wir einerseits unsere Medix-eigenen Guidelines, die wir schreiben und machen, zusammen auch noch mit Spezialisten. In diesen Guidelines werden Sachen für Grundversorger spezifisch aufbereitet, aufgrund von der neuesten Studien und Datenlage, so dass es für uns alle einfach und gut brauchbar ist. Auf der anderen Seite haben wir unsere Qualitätszirkel. Dort werden die Guidelines auch besprochen, weil man kann ja nicht immer 30 Guidelines immer wieder neu durchlesen, wenn es Veränderungen gibt, sondern die werden dann besprochen. Wenn man Probleme hat, kann man auch die besprechen, sodass eine geballte Ladung von Wissen dort zusammenkommt und niemand allein dasteht. Und das Ergebnis dann von diesen beiden Aspekten, wohin führt das am Schluss? Am Schluss führt das, wenn man natürlich den Patienten einbezieht, zu einer erhöhten Patientenzufriedenheit, so wie wir versuchen, Medizin zu machen, zu einer besseren Qualität. Und schlussendlich führt das alles natürlich auch zu tieferen Kosten.